Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Review. Heute zeige ich euch Dark of the Moon Deluxe Glass Thundercracker. Thundercracker ist ein Repaint des regulären Dark of the Moon Starscream, aber ein optisch gelungenes Repaint. Auch er kommt mit Waffen, sogenannten Mech-Tech-Waffen. Und zwar haben wir hier die Repaint-Waffe des Roadbuster. Ja, und Thundercracker kommt mit noch eine zusätzliche Waffe, das wäre denn dieses Schwert hier oder vielmehr ein Teil des Schwertes, die auch schon bei der normalen Starscream Waffe zugegen war, aber halt anders bemalt. Also wir haben hier einmal die Starscream in braun und die graue von Thundercracker, also alles der gleiche, nur der Plastik ändert sich. Und die Farbe passt aber trotzdem zu der normalen MechTech Waffe von Starscream. Gut. Weggepackt und wie gesagt, optisch sehr, sehr cool der Thundercracker. Also gefällt mir vor allem dieses Blau, Silber und Rot. Gut, zur Transformation, die spare ich mir mal, weil sie ja die gleiche ist wie bei Starscream, und springen gleich zum Robotermodus. Und da hätten wir Thundercracker denn im Robotermodus. Also, wie gesagt, das gleiche Konzept wie bei Starscream, halt nur eine andere Farbe. Und da hätten wir dann den normalen Starscream daneben gepackt und man sieht, alles das gleiche, nur die Farbe ist anders. Was mir bei Thundercracker nicht so gefällt, sind die schwarzen Farbakzente, die haben. Also zum Beispiel die Hand und das Gesicht ist doch wirklich nicht so gut gelungen, finde ich. Also wir sehen im Gegensatz zu Starscream, denen sein Gesicht gefällt mir sehr viel besser. Noch dazu haben wir dann diese schwarzen Unterarme hier und das gefällt mir eigentlich auch nicht so. Aber im Jet-Mode ist er sehr viel schöner anzusehen als im Roboter-Modus. Ja, zu den Waffen haben wir ja schon ein bisschen gesagt. Wir haben aber auch hier wieder, können wir die Waffe hier an den Unterarmen platzieren. Und andere Seite können wir die Waffe von Roadbuster platzieren. Hätten sie zwei MechTech-Waffen reingepackt von dieser Sorte, wird es sehr viel cooler aussehen. Und er kann dann halt diese beiden Waffen so betätigen und würde dann halt sehr viel besser aussehen. Die Waffen können wir mal dran lassen. Und hier haben wir Starscream nochmal. Und wie gesagt, Thundercracker Repaint von Starscream, Jet-Mode top. Robotermodus ist nicht ganz so gut, aber nur des Jet-Modes halt würde oder habe ich ihn mir geholt oder überlassen bekommen. Also, das war's von mir und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.